Der Deckard Cain, der einem so ein wenig die Sachen erklären. Das fand ich bei Deckard Cain immer so. Ja, das fehlt halt hier. Weg mit denen. Ja, natürlich. Geh noch weg. Also geht ganz schön ordentlich, muss man sagen. Geht ganz schön ordentlich. Das nehmen wir mit. Den Rest lassen wir liegen. Blau lassen wir liegen. Der hat sie gut gemeint. Was habe ich da von ihm gekriegt? Ah, sieht nach Schrott aus. Schrott, Schrott. 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 Leider alles ziemlicher Schrott. Also für meine Klasse. Natürlich machen wir jetzt noch alles schön. Oh, jetzt geht's wieder nicht. Das müssen die definitiv nochmals überarbeiten. Den nehmen wir, den nehmen wir und den. Und dann geht's zurück. Der hätte natürlich Mana. Zauberschaden. Ein wenig weniger Schaden im Laufe der Zeit. Mana-Regeneration ist höher. Mal schauen. Also, schlecht ist er nicht. Schlecht ist der ja nicht. Wo geht's denn hier noch entlang? Deine Truhe. Kleine, feine Truhe. Ne. Eine kleine, feine Truhe. Dann können wir hier oben noch schauen. Und dann können wir wieder zurück. Da
dann sollte das alles wieder passen. Wir machen guten Schaden, haben gute Rüstung, sind fast schon bei Mana 300 plus. Also somit auch nicht das Verkehrteste der Welt. Dann einmal hinauf, um mal zu erkunden, was hier oben noch ist. Nix. Ah, wäre ich ein paar Schritte weiter nach oben gegangen, hätten wir uns das schon gespart gehabt. Einmal zurück. Da flimmern die Grafiken. Und dann jetzt hier hinaus. Dann können wir zu Alric zurück und die Quest abgeben. Dann haben wir schon wenigstens etwas erledigt. You killed him? Good. I know it's vindictive, but that ring meant a lot. Du hast ihn umgebracht? Gut. Ich weiß, das ist ziemlich rachsüchtig, aber der Ring hat mir viel bedeutet. Was hat sie dir bedeutet? Just a poor girl who cares too much for someone who can't return her feelings. Sie? Sie ist nur ein armes Mädchen, dem jemand zu wichtig ist, der ihre Gefühle nicht erwidern kann. If we pull this off, maybe I can give her some good news for once, eh? Wenn wir das hier packen, dann kann ich ihr zur Abwechslung vielleicht mal gute Nachrichten bringen. Natürlich. Jo, hier unten muss voll gemacht werden. Wenn ich schon hier bin, Sondersachen habe ich nicht. Mist. Genau, den weg. Jetzt muss ich kurz überprüfen, dass ich noch den richtigen habe. Jetzt hier unten müsste der Weg zum nächsten Dungeon-Abschnitt. Wir möchten weiter schnetzeln. Ich nehme mal kurz einen Schluck. Gut. Dum, dum, dum. Die weg. Cooler Gegner. Echt cool designt. Nun weg. Und auch schon weg. Und es müssen weg.
So. Weg mit dem. Weg mit dem. Das passt doch auch ziemlich gut. Sehr schön. Den noch mitnehmen. Irgendwas mit Gesundheit. Oder wahrscheinlich Regeneration. So, wo ist jetzt der Kanalisationseingang? Sind schon tot, bevor die richtig angreifen können. Das gefällt mir gut. Wenn die schneller sterben als leben. Shit, macht das Schaden. Nahkampf, 41 Zauber, erhöhte Schade im Laufe, Chance auf Gifttreffer, 100 Chance auf Seuche bei Treffer, Gift durchdringen mit Seuche, 13 mehr Schaden über Zeitgegend von Seuche betroffen, Chance auf Blenden von Angriffen. Er ist geil, aber leider Mana-Regeneration, das ist einfach zu gut. Nein. Nein. Wir können ihn ja mal ausprobieren. Weiß nicht. Also allzu schlimm ist er ja nicht. Also so darf man sich's ja nicht vorstellen, dass er grottenschlecht ist. Aber irgendwie... Der andere macht gefühlt wie mehr Wumms. Der andere macht wie mehr Wumms, habe ich das Gefühl. Die nehmen wir mit. Oder vielleicht ist halt das mit dem Gift hier bei den Kollegen
weniger bemerkbar. Weiß ich nicht. Ich nehme wieder den. Ich weiß nicht, der hat einfach gefühlsmäßig mehr Wumms gehabt. Ja, ich habe irgendwie... Oder hat er noch Cast-Geschwindigkeit? Das könnte natürlich auch sein. Dass es mir deshalb auch so vorkommt, als wäre der mächtiger. Aber schlecht ist der andere auf jeden Fall nicht. Das kann man sehr gerne behalten. Aber einfach vom Feeling her ist halt der... Ja, er gibt das bessere Feedback. Das noch mitnehmen. Der ist auch weg. Hier nach unten, ne? Ja. Hä? Hä? Muss ich einfach dagegen laufen, bis es kaputt geht, oder wie? Ja, okay. Okay. Sehr viele Punkte, die man abgehen muss. Das finde ich ein wenig doof, dass man nicht alles sieht. Gut, hier sind wir in der Sackgasse. Da kommen irgendwelche Murlocs raus. Würmchen sind tot. Nehmen wir doch mit. Ja, ja, ja. Alles schön. Die Ratten sind ja auch wieder mal so. Ach, ich nerve dich heute. Was für Müll sie alles in die Kanalisation geschleppt haben. Da ist es ja fast ein Wunder, dass die noch nicht verstopft ist. Hier. Schön weg damit. Ach, die bewegen sich. Das sind bestimmte Monstern. Okay.
Oh jo. Sollen die ruhig kommen? Gibt nur mehr Erfahrungspunkte für mich. Jetzt muss. Hallo. Ich habe ein Date mit dir. Versetz mich nicht. Es hat mich versetzt. Gut. Ja. Jetzt hat's irgendwas hier oben noch. Da gehe ich jetzt aber zuerst mal hier weiter. Ja, wir werden alles schön aufdecken, das ist ja klar. Weil es geht ja nicht per se nur um Loot, sondern es geht ja auch vor allem darum, dass wir in der Erfahrungsstufe aufsteigen, um noch besseren Loot zu kriegen und durch den noch besseren Loot noch mehr Schaden verursachen können. Fools. Glaubst du, der hat jetzt irgendwie die Fährte aufgenommen? Hallo. Jetzt können wir das irgendwie betreten, aber wir haben halt noch zuerst zu erkunden. Das bleibt halt nicht aus. Alter, und hier geht's ja auch noch weiter. Dann gehen wir mal nach oben. Schön, dass ihr alle so in den Strahl hineinlauft. Herrlich. 25 Gold. Hier. Oben ist irgendwie noch Ich hab dich gern Statue. Ach. Na gut, bringt jetzt wenig. Nett, dass es so etwas gibt. Aber ist halt nur nett. Die Blobs gehen weg. Und jetzt ist der Kleine auch schon weg. Kaum hat man ihn mal, schon ist er wieder weg. Ja, sieh mal einer an, was man da unter dem Holz wieder alles findet.
schöne Angriffe. Aber leider. Leider. Schwach. Aber dafür könnte uns eine Überanzahl das schwer zu. Ja. Negativ mit sich ziehen. Wenn ich das dann zu. Auf die zu leichte Schulter nehme. Hier hat's nix. Jetzt können wir nach unten gehen. Wurmi kommen. Noch mehr Wurmis. Nen Bob. Oh. Die Splitter nehmen wir natürlich am liebsten mit. Weg mit dem. Jo, komm schön. Cannot do that. Na, ich denke eigentlich schon. So schwach bist du jetzt auch nicht auf der Brust. Wurmis. Bleh. Schön, dass immer wieder mehr kommen. Gibt nur mehr Loot und noch mehr Erfahrungspunkte für mich. Jetzt bin ich hier schon fast Stufe 46. Ich bin Stufe 46. Sehr schön. Jetzt noch den Verbindungsgang. Bläh. Vor allem das Modrige. Da das. Ja. Das Schmatzen der Füße, der Schritte. Oh, das ist. Ich hasse, so durch Matsch zu gehen. Ich mag das überhaupt nicht. Dann jetzt ab durch die Tür. Dann dürfte das hier sein, ne?